Hallo liebe Leute und willkommen zu den wohl besten Let's Play von Digimon auf meinem Kanal. Und ja, wir sind jetzt in den neuen Oster-Patch und da sind auch wieder ganz tolle neue Veränderungen hinzugekommen. Und zwar gibt es jetzt einen ganz neuen tollen Dungeon. Und ja, ein neuer Spirit ist auch noch reingekommen. Du pustet wieder in der nicht vorhandene Trillerpfeife. Genau gesehen. Ich hab da eine Trillerpfeife um. Hä, du hast aber keine, oder? Natürlich. Das ist ein Glöckchen, nett. Bei mir hast du immer noch dieses Weihnachtsdings an. Na, ich hab meine normalen Sachen an. Ja, bei mir nicht. Und ein neuer Riding-Mode ist dazu gekommen. Tja. Es gibt jetzt auch so ein kleines Osterhasendingens. Das spawnt hier so ganz random irgendwo auf den Maps und das hat dann auch ganz tolle Items im Gepäck. Naja, eigentlich nicht so wirklich toll. Eigentlich interessiert mich da bloß ein Item, und zwar gibt's da eine Monstercard Level 8. Level 8? Das habe ich noch nie gesehen. Bin ich mal echt gespannt, was das droppt. Für Monster es spawnt, nicht droppt. Ja. Und im Cash-Shop sind wir ganz tolle Änderungen gekommen. Und zwar können wir jetzt auch so eine Digi-Aura permanent haben und so. Und da, ja, und ein Joker-Chip auch permanent. Aber ja, das kostet wieder Money und so. Und ja, das nur mal so vorweg. Ein kleines Vorwort. Und ja, jetzt haben wir hier ein paar Quests schon abgegeben wieder, wie ihr hier auch seht. Aber was heißt abgegeben? Wir haben die einfach abgebrochen. Weil, ja, das ist wieder so eine komische Quest gewesen und ja. Wollen wir dann mal anfangen? Ja. Back to business. Okay, also können wir erstmal mit Elecmon spielen. Elecmon. Okay. Wo haben wir einen Elecmon? Ah, hier ist er schon mal nicht. Hallo, ich will schließen, danke. Also, hier ist irgendwo eine Sprechblase. Da hinten. Bei uns auch irgendwas Weißes, komisch hier so. Was ist das? Ach, das bist ja. Das bist ja du. Wir haben schon mal so ewig nicht gespielt, ich vergesse die ganze Scheiße. Ja, also da hinten muss Elecmon sein. Also, auf. Und es leckt wieder, nur ganz dezent. Ja, wir müssen jetzt erstmal wieder ein bisschen reinkommen. Wir haben jetzt schon so, ja, keine Ahnung, anderthalb Wochen oder so nicht mehr gespielt. Es kam ja die Leipziger Buchmesse dazwischen. Ja. Möchtest du noch ein paar Worte dazu verlieren? Ein bisschen so rekapitulieren? Ach, guck mal, dieses Charmamon müssen wir, glaube ich, auch klatschen. Defeat Charmamon Captain. Wir sind nur Leader. Das ist der Captain. Ja, okay, möchtest du noch was dazu sagen? Es war ein... Wenn ich fange an, mich weil ich war ja schon Freitag da. Du warst erst Samstag. Dann fang du an. Okay. Also der Freitag, der war gewohnt geschildert, weil da war es noch nicht so voll. An und für sich, da habe ich ja... Was habe ich denn da gekostet? Bei Tutorin, glaube ich. Oh. Freitag. Ja. What the fuck? Was war das? Hä? Wo kam das jetzt her? Das sind diese dämlichen Lieder. Mich haben sie auch schon attackiert. Ich muss mal meinen Digimon wechseln. Ich bin jetzt auch schon wieder zu meiner komischen Blume. Leck, leck, leck. Also ja, Freitag, wie gesagt, war ganz geschillt, war nicht so voll. Auch die Zugfahrt war ganz okay. Ja, da habe ich in Turing geguckt. Da war auch so ein Hobbit-Treffen. Das kann man ja auch alles auf meinem Kanal sehen. Ja, das fand ich eigentlich ganz nice. So, Samstag, dann, da war ja dein Digimon-Treffen. Habe ich auch Batesmon gemacht und Ukari. Das fand ich dann schon etwas stressiger den Tag. Nicht wegen deinem Treffen, aber weil es war schon ziemlich voll und. Samstag ist eh immer alles überfüllt. Ja, und ja, die Zugfahrt, die war auch so ein bisschen Japan-like. Wer es vielleicht kennt, dass die Leute sich da schön so. Sardinen zusammenquetschen und so. Da, so ungefähr war das da. Also hier oben ist Gotsumon übrigens. Bist du? Ich dachte, da oben ist Elecmon. Wir müssen mit Elecmon reden. Nee, hier ist Gotsumon mit diesem Codenamen. Bla bla. Okay. Mit dem müssen wir auch reden. Aber wo ist dann Elecmon? Ich habe keine zweite Sprechblase auf der Map. Merkwürdig.
Ja, und wie war dein Samstag? Mein Samstag war sehr, am Anfang sehr stressig. Ich habe meine Eintrittskarten zu Hause vergessen. Also mussten wir nochmal zu dem Papa von einem Kumpel fahren und da die Tickets ausdrucken. Ja, das ist... Ach, guck mal, hier sind ganz kleine Hasen. Was sind die? Das glaube ich, die so spawnen. Sowas troppen. Warte, ich kann hier mal... Greift die an? Irgendwas greift mich gerade an. Das sind die Demi-Meramon. Ja, die greife ich jetzt, an. Erstmal, und dann kümmere ich mich mal um den Hasen. Ja, also deine Karte hast du vergessen. Aber sowas ähnliches ist mir auch passiert, und zwar auch am Samstag. Allerdings habe ich sie nicht vergessen, sondern habe sie verloren. Was, oh nein. Was zum Glück ja nicht so tragisch war, weil, ja, konnte ich dann halt hier Sonntag früh nochmal ausdrucken. Kein Problem. Eine Mystery Box droppen die! Eine ich Mystery- hab zwei Mystery Boxen! So, jetzt bin ich mal sehr gespannt, was da rauskommt. Inventar. Mystery Box. Ah, hier. Okay. Willst du zuerst öffnen oder wollen wir gleichzeitig? Wenn man die mit rechts klickt, öffnet, geht's bei mir nicht. Ja, natürlich. Da steht ja auch Scannable Item. Das wäre ja verrückt, wenn man da rechtsklick drauf drückt und versucht, die zu öffnen. Ja, also die müssen wir dann scannen. Dann wird es natürlich wieder spannender. So, waren da überhaupt jetzt noch andere Hasen oder haben wir die jetzt komplett ausgerottet? Wir hatten nur drei. Ja, die anderen zwei hast du dann wahrscheinlich. Ja. Und das Ding leckt die ganze Zeit. Ich kann nicht laufen. Ja, ich merke das auch schon. Ey, die Meeramon sind auch zum Glück kaum aggressiv. Ich habe auch noch nicht rausgefunden, der scheiß Captain. So. Ja, also Leute, sorry, ja, aber bei uns ist halt immer so ein bisschen chaotisch an die erste Folge bei jeder Aufnahme. Das müsst ihr uns etwas nachvollziehen. So. Das müsstet ihr ja schon gewohnt sein von uns. Ja, wir sind ja mittlerweile jetzt schon in der 31. Folge. Guck mal hier hinten, ob der Captain vielleicht hier hinten steht. Das sieht so nach einem Captain-Ort aus. Ja! Da ist er! Sehr stark. Stark. Ich weiß, ja, da kommen ja noch die ganzen Lieder und du wirst von Demi Meramon. Ja, ja, Nase. Hab ich den schon mal geklatscht hier? Hase! Warte, ich mach mal kurz Trophy 4 Obtain. So. Was ist das? Wieder eine Mystery Box. Also kommen da immer Mystery Boxen raus, die muss man dann scannen und dann kommt dann irgend so ein random Item. Aber wie gesagt, die Items sind jetzt nicht so mega mäßig hammergeil. Also das Beste sind wirklich diese Level 8 Monsterkarten und diese Backup-Disks. So, was müssen wir jetzt eigentlich noch machen, so? Mit Elegmon. Ja, und Schamamon müssen wir machen. Ich glaube, die Quest war von Gotsumon. Schamamon und Goblimon. Stück jeweils. Und die Monster haben es tatsächlich geschafft, mich in den paar Minuten, die wir jetzt wieder spielen, auf den Sack zu gehen. Also die greifen, irgendwie ist jedes Monster hier auf der Map aggressiv, habe ich so das Gefühl. Wird von vorne, von hinten, von links, von rechts angegriffen. Die sind dauer-aggro. Ja. Ich weiß, was die eingeschmissen haben. Und ja, das LBM-Thema nochmal, Sonntag, das war dann wieder so ähnlich von der Fülle her wie Freitag. Also, ja, auch so zugtechnisch war zwar ein bisschen was los, aber man konnte jedenfalls sitzen. Das war schön und dort, ja, wow, man kam durch, sag ich mal. Es hat zwar gedauert, aber man kam durch. Und ich hatte ja das Glück, dass ich in Leipzig geschlafen habe. Ja. Wir haben jetzt 5. Jetzt brauchen wir noch Goblimon. Goblimon. Aber wo ist Goblimon? Ach ja, und natürlich diese Raid-Boss gibt es noch hier auf der Map, wie dieses Kuvagamon, was wir ja glorios, wenn das überhaupt ein Wort ist, besiegt hatten vor einigen Folgen. Hier gibt es auch Raid-Boss, und zwar dieser Meramon und Okromon. Aber das hatten wir auch schon letzte Folge kurz angerissen. Oder weiß ich halt nicht, wenn die jetzt nicht spawnen sollten. Wir warten nicht auf die, ja? Also wenn wir jetzt mit den Quests so weit durch sind, Dann haben sie Pech. Genau.
gehen wir dann einfach weiter. Und das ist halt auch so gemacht, ne? Wie in den Anime-Folgen der ersten Staffel. Also, da gab es ja auch am Anfang das Kuvagamon, dann kam das Meramon, das Ogremon, das war ja irgendwie omnipräsent, das war ja immer mal wieder da. Und dann könnt ihr ja euch schon ausmalen, was noch so für Raid-Bosse kommen können. Welche Digimon da noch so als Gegner gedient hatten. Nein, es gibt kein Wizardmon oder Miodismon. Ich meine jetzt nur auf Fire Island bezogen. Obwohl Wizardmon war ja auch nicht böse. Ja, ein ganz lieber Dude. Der leider gestorben ist. Nein, Digimon sterben doch nicht. Die werden sofort wiedergeboren. Na, bei Wizardmon bin ich mir nicht so sicher, denn sein Geist ist ja noch in dem Fernseh-Dings da. Also die Goblinmon haben wir durch, jetzt geht nur noch der Captain. Ja, wo ist der, wie hieß der? Das ist auch so ein Goblinmon-Captain, okay. Genau. Vielleicht steht er hier in den dunklen Versteck an den Riesenbaum. Und? Wo könnte denn, welcher Platz sieht denn so Captain-mäßig aus? Guck mal, wo bin ich? Da bist du auch. Okay, ja, vielleicht hier hinten in der Ecke, habe ich mir auch so gedacht. Ja, der Zache. Von da komme ich doch. Ja, aber der steht ja auch hier. Na, ich bin da vorbeigerannt, aber nicht. Ja, der steht aber hier. Ja, und also als komplettes Fazit der LBM, wenn ich eine Schulnote vergeben müsste, mit alles einberechnet und so, würde ich schon eine 2 geben. Ja, ich auch. Und eine sehr solide 2, wie man auch so sagt. Ja, was müssen wir jetzt machen? Immer noch mit Elecmon quatschen. Ja, yeah, aber wo ist es? Is it? Warte mal, wir können ja mal hier gucken. Werde ich gerade wieder angegriffen. Oh, ja. Was ganz Neues, meine Fresse. Ich glaube, hier könnte man draufklicken. Dann bei NPC und dann mal Elecmon. Ah, da ist er. Hä? Der ist da oben, wo wir hergekommen sind. Hä? Also hier oben, oder? Kommt man hier oben drauf? Ich glaube ja. Ich glaube hier oben. Monsieur, sind Sie hier? Ich sehe auf jeden Fall schon mal ein fettes rotes Fragezeichen. Ich sehe Gabumons. Hä? Aber wieso ist der so ausgegraut? Hier ist Elecmon, ja. So, jetzt habe ich mit ihm gesprochen. Speak with Elecmon. Ach, use the item to front door dark fronts. Also haben wir irgendwie so ein Item bekommen vielleicht? Mal auf Elecmon benutzen. Flare habe ich hier. Vielleicht hier? Ah! Das sieht so bläulich, rötlich aus. Das ist eine Flare. Und dann muss man es mit Elecmon wieder benutzen. Ach, wieder Feuerwerk. Ja, und dann komplett. Yay, noch mehr Feuerwerk. Und dann haben wir wieder tolle Quests von ihm. Zack. Zack. Wunderbar. Und Leomon haben wir auch schon fertig. Ach so. Hä? Nee. Ja, ist auch. Leomon hat noch mehr. Ja, Leomon hat auch diese, die wir schon abgebrochen haben, deswegen sah es ein bisschen jetzt so viel aus. Dieses Gobli und so ein, Schau mal. Machen wir ja nicht. Come on. Okay, aber es ist, hier sind ja viele Leute. Es geht ab, okay, das würde ich erstmal sagen, reicht erstmal für die erste wieder tolle Aufnahme. Und ja, dann sehen wir uns wieder in der nächsten tollen Folge bei Digimon Masters. Ja, bis dahin. Tschüss. Tschüss.